Tschüss. Noch eine Praline. Sehr köstlich. Außen Vollmilchschokolade, eine Kugel war das. So ähnlich wie Mozartkugel. Mit Marzipan und dann kommt so ein Nougatkern. Hat die Frau mir mitgebracht. Ein Tütchen von Rewe. Da gibt es ja auch so einen Pralinenaufsteller. So. Mal dann noch ein bisschen zart zergehen lassen und schlutschen. Schön lutschen, aber ich muss ja trocken, deswegen muss ich kauen. So. Ja, Samstagmorgen. Samstag, Vormittag, kurz vor 11. Alfred hat gestern wieder ins Schlafzimmer gekackt. Naja, so geschleimt, vielmehr. Die Stelle, wo er es immer macht, seitdem er das macht. Das dritte Mal jetzt. Einen kleinen Schleimhaufen mit ein bisschen Blut. Aber das ist auch das, was der Tierarzt gesagt hat. Das ist halt die Darmschleimhaut, die sich ablöst durch diesen Parasiten, den er vielleicht hat. Giardien. So, das brauchen wir gleich. Von Saturn. Weil... sagt, es könnte tatsächlich halt das sein, was man schon seit Jahren halt denkt, beziehungsweise was man ja eigentlich auch schon fast sicher weiß, dass er dieses Nierenproblem hat. Aber das, was da halt eben auch passiert, das könnte halt eben auch diese Giardien-Infektion des Darmes sein. Deswegen hat er Interbiotika gekriegt, Antibiotika. Ja, weil dieser Parasit setzt sich an die Darmschleimhaut und löst diese an bzw. ab. Und wenn die dann rauskommt, dann kann es halt blutig sein. Und stinken wie Hulle. Aber sonst macht er einen guten Eindruck. So, wir fahren jetzt hier rückwärts aus der Parking Lot. Back to the street. So, wir machen 98. Nee, Radio 89, so rum. 89.0. Ach, er blinkt rechts und links, wenn er hier durch die Dings fährt. Ah. In Deutschland gibt es mittlerweile 19.000 sogenannte Reichsbürger und Selbstverwalter. Vor zwei Jahren. So, wir fahren jetzt zu Saturn. Da wollte ich eigentlich gestern schon hin, aber ich habe auf eine Abholnachricht von denen gewartet. Die kam bis jetzt noch nicht, aber ich fahre trotzdem mal hin. Denn, das kann ich euch nachher noch zeigen, hier haben sie einfach mal ein paar Kartons in den Butnik gekippt. Also das ist wohl das Allerletzte. Da könnte ich ja direkt nochmal umdrehen. Aber vielleicht zeige ich euch das nachher, wenn ich es nicht vergesse, wenn wir hier lang fahren. Da ist ja jetzt hier so ein kleines Waldstück. Und ein Stück, also so ungefähr, also die Häuser hören auf, die Häuserseite. Da kommen so 5-6 Meter Rasen und dann kommt halt dieses kleine Waldstückchen hier. Ne? Und auf diesem Rasen, da lagen bestimmt 3-4 Quadratmeter ausgekippt alte Kartons und Müll. Ja, ich habe mir nämlich, ich wollte mir ja eigentlich Red Dead Redemption 2, ja? Kennt ihr vielleicht. Seit gestern
auf dem Markt. Offiziell. Für PC leider noch kein Release angekündigt. Man rechnet mit Mitte, Ende nächsten Jahres. Rockstar hat aber selbst noch nichts gesagt. Nur, ja, ja, kommt vielleicht was. So, so wie bei GTA 5, das kam ja auch erst ein Jahr oder zwei später für PC. So. Da ich es aber unbedingt spielen wollte und aber nicht so lange warten will, habe ich halt... hallo Polizei. Gestern, vorgestern, während der Arbeitszeit... Nee, es war gestern. Vorgestern. Während der Arbeitszeit an meinem Handy und am Tablet an der Maschine auf Kleinanzeigen und so weiter nach einer günstigen PlayStation gesucht. War mir alles zu teuer. So, da habe ich mir überlegt, haha, Xbox One gibt's das ja auch. Wo fahren wir eigentlich lang? Wir fahren mal hier lang. Für die One gibt es das ja auch und die Xbox ist gebraucht etwas günstiger als eine PlayStation. Tendenziell. So, und dann habe ich meinem Chef davon erzählt, weil er hat mir ja erzählt, ja, weil er hat ja Xbox und PlayStation. Und dann meinte er, ah, morgen geht's los, morgen geht's los. Ich sag, wie, was morgen geht los? Ja, morgen Red Dead Redemption. Ich sag, ach ja, stimmt, kommt ja morgen raus. Ja, ja, kann ich schön zocken am Wochenende, ja. Sehr geil. Ich habe gedacht, für PC gibt's das ja auch schon. Dann habe ich gleich geguckt, Gamekey Finder, Amazon, nix da. Kannst du nicht kaufen, weil gibt's nicht. Habe ich dann nach kurzer Recherche festgestellt. Ja, dann habe ich halt angefangen, mir eine günstige PlayStation zu suchen. War mir alles zu teuer. Und dann habe ich gedacht, okay, Xbox ist günstiger, suchst du eine Xbox. Habe ich auch schon ein, zwei Angebote gefunden. Die hätte ich fast gekauft. Dann habe ich meinem Chef gesagt, hier, ich suche mir gerade eine günstige Xbox. Damit ich mir Red Dead holen kann und dann hinterher wieder alles verkaufen. Und meinte, was denn? Ich gebe dir meine. Geil, da drüben war gerade ein Peugeot 206 GTI. So ein alter. Richtig geil. Ja, hat er mir gestern am Freitag mein Chef seine Xbox One mitgebracht. Eine One X sogar, eine Scorpio. Weil er spielt das an der PlayStation. Obwohl es eigentlich auf der One beziehungsweise auf der One X besser aussieht als auf der PlayStation 4 Pro. Läuft besser. War gestern so ein Artikel extra auf PC Games Hardware, die das Spiel natürlich auch getestet haben. Obwohl es ja PC Games heißt, aber es gibt es halt nur auf Konsole und es ist ja eines der größten oder das größte Spiel des Jahres. Deswegen haben die das auch getestet und gespielt und die haben auf jeden Fall gesagt, dass die X-Version besser ist, die Nase vorn hat. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, hat er mir noch gesagt, ja hier, wenn du dir das Spiel jetzt noch vorbestellst, dann gibt es noch den Vorbestellerbonus. Ein Streitross und Survival Outlaw Package. Also so ein paar Bonus-Boosts für das Spiel. Sowie 500.000 Gold für GTA 5. Das gab es aber nur bis vorgestern, wenn man das halt am Donnerstag noch bestellt. Dann habe ich das bestellt bei Saturn. Saturn. Und dann habe ich mir die Bestellbestätigung ausgedruckt, schon ins Auto gelegt und schon gehofft, dass ich gestern, dass ich dann direkt nach der Arbeit um 12 zur Saturn brettern kann, um mir das Spiel zu holen. Aber was ist? Es gab keine Mail. Keine Nachricht, auch nicht im Spam. Heute Morgen immer noch nicht. Jetzt fahre ich dahin und frage nach. Weil wenn es dann... Vielleicht haben sie ja nur vergessen, Bescheid zu sagen. Naja, und... wenn ich dann da jetzt auch nicht mehr das da abholen kann, beziehungsweise nicht mit diesem Vorbestellerbonus, dann muss ich mir halt die normale Standardversion kaufen. Weil nützt ja nichts, weil den Vorbestellerbonus gibt es ja dann nicht mehr. Den gab es ja nur bis vorgestern, wenn man halt bis Donnerstagabend bestellt hat. Ich könnte überlegen, wo fahren wir denn? Ah, wir fahren mal hier lang. Ach hier, jetzt kommt dieses Sarah Lombardi-Lied. 89.0 RTL. Was?
Hört euch das mal an, Alter. Ich finde, das klingt wie tausendmal gehört von anderen Liedern, die gerade in den Charts rumdüsen. Und vor allem der Text ist so hirnverbrannt. Das wird die Show des Jahrhunderts, die Party des Lebens. Und ganz oben stehen unsere Namen drauf. Aber wimsen würde ich sie trotzdem. Gehört. Ich habe es jetzt zum zweiten Mal gehört. Das erste Mal gestern auf dem Weg zur Arbeit morgens, auch auf 89.0. Das hat so ein bisschen was von Atemlos, der Beat von diesem Lea-Lied oder Lina oder wie die da heißt. Absolut weichgel, rundgelutschter Mainstream-Fuck. So, hier rechts sind die Schlosserkaden in dem wieder aufgebauten Superschloss. Wir sind in der Innenstadt. Für die Zuschauer, die das hier nicht kennen. Ich habe instant den richtigen Weg gewählt. Das war reiner Zufall. Und hier ist überall 30. Also so richtig Innenstadt ging es jetzt nach, geht es nach links. Jetzt hier rechts sind so, naja, die letzten Ausläufer kann man nicht sagen. Aber hier nach jetzt, nach den Arkaden dahinter ist dann jetzt nicht mehr so viel. Dann geht es wieder Richtung Wohnung. Wohnen! Und überall Weiber in Strumpfhosen, das ist ja Wahnsinn. So, wir fahren jetzt auch mal hier ins Parkhaus. Hier war ich noch nie drin. Parkgebühren. Erste und zweite Stunde hier 1,20. Ist ja steil, Junge. Ja gar nicht, wo es hier wieder rausgeht. So, hier links ist voll, dann fahren wir noch einen weiter. Parken! Parkkarte, Taste drücken. Fahrkarte kommt.
Just Needs Infinity. Der steht wieder so scheiße, da kommt man nicht rein. Das ist übrigens das einzige Parkhaus, wo mein Chef gesagt hat, dass er noch hinfahren kann. Aber nur aufs Parkdeck, weil diese ganzen Parklücken, hat ja jetzt dicken Ford Mustang, da passt nicht. Der Behinderten. Er will ja raus. Ich will parken. Ich hasse Parkhäuser. Ah, die fahren wohl jetzt wieder weg. Boy, pack deine Alte ein und die soll endlich hier und so weiter. Ah, die Musik ist natürlich vom Anfang nicht mehr so clear. Ja, könnt ihr mal sagen, was ihr von dem Lied haltet? Von dem Sarah Lombardi-Lied. Wie gesagt, dieser Beat ist halt absoluter Mainstream-Bum-Bum. Der Text, ja, das Leben ist eine Probefahrt. Heute gebe ich's ihr aber ganz schön hart. Du stehst auf der Gästeliste plus 1000. Wir spielen die Playlist, die nur uns gehört. Das ganze Leben ist ein Wunschkonzert. Alter, was für ein Quatsch. Und die Nebelmaschine bringt die Menge zum Beben. Ach so, ausmachen muss ich auch. Halt die Fresse. Blätter hier überall. So, wo sind wir jetzt hier? 2C. Da, 2C. So, und da vorne ist der Aufzug. Das mache ich aus, weil die dann alle denken, ich bin bescheuert. Guck, ob ich meinen Red Dead Redemption kriege. Tschüss.